Ma, geht's, Nati? Ja, geht schon. Ich hätte für die Mama morgen Blumen besorgt. Passt das? Ja, passt super. Ich finde den Film echt gut. Die Schauspieler sind voll super. Ja, voll. Weißt du, wie die Schauspielerin heißt? Nein, weiß ich gar nicht. Heute schauen wir uns 5 typische Wörter und Phrasen aus unserem Salzburger Dialekt an. Wenn ihr die kennt, dann werdet ihr den Dialekt schon viel besser verstehen. Also, los geht's. Geht's? Geht's ist ein Fragewort und sehr typisch, wenn wir uns versichern wollen, ob jemand etwas alleine schafft oder etwas alleine machen kann. Mit geht's oder geht es möchten wir also fragen, ist alles in Ordnung? Schaffen Sie es oder schaffst du es? Kannst du das alleine? Brauchst du Hilfe? All diese Fragen in nur einem Wort. Praktisch, oder? Und noch besser, ihr könnt es sowohl in informellen als auch in formellen Situationen verwenden. Ein typisches Beispiel wäre, wenn jemand viel oder etwas Schweres trägt und wir uns versichern möchten, dass diese Person es alleine tragen kann. Dann würden wir einfach fragen, geht's? Und wenn uns jemand die Frage stellt und zu uns sagt, geht's? Dann könnten wir sagen, ja geht oder ja geht schon. Wenn wir es alleine schaffen oder wenn wir Hilfe benötigen, dann würden wir so sagen, na, kannst du mir schon helfen? Wie wir sonst noch um Hilfe fragen können in unserem Dialekt, das haben wir euch in einem anderen Video gezeigt. Passt. Sehr typisch, um unser Einverständnis oder um unsere Zustimmung auszudrücken, ist passt. Sehr oft verwenden wir passt in Kombination mit zum Beispiel super oder gut. Also würden wir sagen, ja, passt super oder ja, passt voll gut. Damit sagen wir ganz einfach, dass etwas für uns passt, also in Ordnung ist, okay ist. Wir geben also unsere Zustimmung. Zum Beispiel könnte ich fragen, schauen wir uns heute einen Film auf Netflix an? Ja, passt. Oder fahren wir morgen baden? Es soll voll schön werden. Ja, passt, ich wollte ja. Wir verwenden passt aber auch sehr häufig als Frage und sagen zum Beispiel, passt es für dich, um unser Einverständnis von jemanden anderen einzuholen und zu fragen, ob etwas für jemanden anderen okay ist. Anstatt bist du einverstanden oder ist das in Ordnung für dich, sagen wir also ganz einfach, passt es oder passt es für dich. Zum Beispiel, ich hätte Mama morgen Blumen besorgt, passt es? Ja, passt voll gut. Oder ich mache halt Spaghetti mit Tofu, passt es? Ja, passt super. Auch die Kombination passt schon habt ihr vielleicht schon einmal gehört. Das meint ganz einfach, dass etwas in Ordnung ist, okay ist. Nicht überragend toll, aber auch nicht sehr schlecht. Zum Beispiel, wenn mich jemand fragt, wie geht es dir? Und ich antworte mit, ja, passt schon. Dann meine ich, es ist alles okay, es ist alles in Ordnung, aber es könnte auch besser sein. Andere Beispiele sind, und, wie läuft die Arbeit? Ja, passt schon. Wie war der Urlaub? Ja, hat schon passt. Hat schon passt verwenden wir, wenn wir über die Vergangenheit sprechen und eben sagen möchten, dass etwas okay war, in Ordnung war. In unserem Beispiel haben wir über den Urlaub gefragt und wenn wir mit ja, hat schon passt antworten, dann möchten wir sagen, es war okay, es war aber nichts Besonderes. Passt schon können wir auch verwenden, wenn uns jemand Hilfe anbietet, wir diese Hilfe aber nicht benötigen. Dann könnten wir zum Beispiel sagen, na danke, passt schon. Hier meint passt schon also, nein danke, ich benötige die Hilfe nicht, ich schaffe das alleine. In dieser Situation könnten wir auch das geht schon, das wir oben schon besprochen haben, wiederverwenden. Pfui. Pfui ist eine super Antwort auf viele Dinge. Zum Beispiel, wenn wir einfach dem, was gesagt wurde, zustimmen möchten, könnten wir ganz einfach Pfui sagen. Ich finde den Film voll gut, die Schauspieler sind echt super. Pfui. Ma, es ist halt so ein schöner Tag. Ja, Pfui. Mit Pfui drücken wir also ganz einfach aus, ja, ich stimme dir zu, ich bin deiner Meinung, das finde ich auch. Pfui könnten wir aber auch anstelle von sehr verwenden, also zur Verstärkung. Zum Beispiel, ma, der Kuchen schmeckt voll lecker. Das Buch ist echt voll gut. Der Urlaub war echt voll schön, wir haben es voll genossen. Das Wochenende war voll super, wir haben voll viele coole Sachen gemacht. Ein bissl, genau wie vorhin das Wort voll, ist ein bissl eine sehr nützliche Phrase, die wir auch sehr häufig verwenden. Dahinter steckt ein bisschen. Zum Beispiel, hast du heute schon Deutsch gelernt? Ja, ein bissl. Und wie geht's dir heute? Fühlst du dich schon besser? Ja, ein bisschen besser geht's heute schon. Magst du auch so viel Spaghetti wie die Sarah? Na, ein bisschen weniger bitte. Ma, heute war ich noch gar nicht draußen. Ein bisschen Bewegung war schon noch gut. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht könnte für euch nützlich sein, denn das bedeutet ganz einfach, ich weiß es nicht. Wenn ihr also in Österreich jemanden etwas fragt
und diese Person antwortet euch mit "Ich weiß nicht" oder "Weiß ich nicht", dann meint es einfach, diese Person weiß es nicht, sie kann euch nicht weiterhelfen. Andere Beispiele sind: Entschuldigung, wissen Sie, wo der Westbahnhof ist? Na, tut mir leid, das weiß ich leider nicht. Weißt du, wo der Lukas wohnt? Bah, gute Frage, na, das weiß ich jetzt gar nicht. Wisst ihr, wer letztes Jahr einen Song Contest gewonnen hat? Na, wissen wir nicht. Nicht und nix. Nicht und nix sind auch sehr typische Wörter und wiederum sehr hilfreich, wenn man weiß, was sie bedeuten. Nicht, das ist das Wort nicht, und nix ist nichts. Wir verwenden beide Wörter also für Verneinungen. Zum Beispiel: Na, ich kann halt nicht. Na, das schmeckt mir nicht. Ma, ich habe schon so den Hunger, ich habe halt noch nichts gegessen. Und was hast du heute gemacht? Ich habe heute einmal nichts gemacht. Ganz typisch ist auch, dass wir die Wörter nicht und nix allein als Reaktion auf etwas Gesagtes verwenden. Zum Beispiel: Ma, du bist immer zu spät. Gar nicht. Stimmt gar nicht. Das Parfüm ist doch viel zu stark, oder? Na, gar nicht. Magst echt nichts trinken? Na, gar nichts. Danke. Es gibt übrigens auch viele typische Redewendungen mit dem Wort nix. Schaut euch dazu unbedingt unser Video an. Wenn ihr jetzt noch mehr Basics zu unserem Dialekt lernen möchtet, dann schaut euch gern unsere Playlist dazu an. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, wie immer, nicht vergessen: Gemeinsam macht Deutsch in Österreich doppelt so viel Spaß.